Wie verkommen und verroht muss eine Gesellschaft mittlerweile geworden sein, dass ein 12-jähriges Mädchen von gleichaltrigen Freundinnen brutal ermordet wird? Die Erwachsenen sich vor dieser schleichenden Entwicklung ihres verkommenen Nachwuchses vollkommen verschließen? Die Aggressivität nicht bemerken, die Radikalisierung und fortschreitende Empathielosigkeit negiert werden? Ein 12-jähriges Mädchen wird schutzlos einer Horde von enthumanisierten, asozialen, gleichaltrigen Gestalten ausgeliefert, gemobbt, beschimpft und schlussendlich umgebracht. Was ist los? Was geht in einer Gesellschaft und dessen Nachwuchs vor, in der das Leben keinerlei Wert mehr besitzt, grundlos einem jungen Menschen das Dasein und die Zukunft auf bestialische Art und Weise geraubt wird? Die Kinder zum Messer greifen. Mit Bestürzung schauen wir nun auf das blutige Finale einer Entwicklung, die der Gesellschaft jegliche Werte geraubt hat, die den einzelnen Menschen diesem Wahnsinn, diesem geistigen Hirnfraß schutzlos ausliefert. Aber man braucht sich eben nicht zu wundern, wenn der Alltag nur mehr aus Gewalt besteht. Wenn ein 14-jähriges Mädchen auf dem Schulweg abgeschlachtet wird, einem jungen Pärchen im Zug das Leben geraubt wird, eine heranwachsende Generation jeden Tag aufs Neue mit brutaler, eiskalter Gewalt konfrontiert, ja regelrecht aufgeladen wird, sich diese Gewalt auch brutal entlädt. Es ist ja dem Mainstream und der neuen politischen Korrektheit dieser neuen Form einer politisch-ideologisch transformierten Gesellschaft entsprechend, dass sinnstiftende Werte, die eine Gesellschaft zusammenhalten, nichts mehr zählen, dass das menschliche Leben nichts mehr wert ist, dass alles, was uns gut und teuer war, alles, was der Kitt der Gesellschaft war, als reaktionär, als konservativ, als rechts verpönt wird. Man braucht sich nicht zu wundern, wenn der Nachwuchs einer Gesellschaft vollkommen aus dem Ruder läuft. Wie die Alten singen, so brummen die Jungen. Eine Politik in Deutschland, die der Gewalt Tür und Tor öffnet, Täter pardoniert statt bestraft, züchtet regelrecht weitere neue Gewalt. Eine Regierung, die die Anarchie als politisches Konzept sieht, erntet nun die Früchte dieser Saat. Eine enthumanisierte, gewaltbereite, seelenlose Gesellschaft. Aber das dürfte ja das Ziel der Linken sein. Allein wenn die Täter mehr Schutz genießen als die Opfer, zeigt sich die Verkommenheit einer Gesellschaft, ihrer politischen Führung und der Medien, in der dann am Ende jeder wahllos zum Messer greift.